Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Fraktion ist ja jetzt richtig gestellt worden. Vielen Dank. Erst einmal, das war ein trauriger Tag gestern für alle von uns, und das ist auch zu Recht in vielen der Reden schon gesagt worden. Und wir wollen, das ist das Ziel dessen, was es jetzt zu verhandeln gilt, wir wollen mit den Briten Freunde bleiben, gute Freunde bleiben. Auch das unterstütze ich nachdrücklich. Und das Beispiel des Fußballplatzes wurde schon genannt. Da sage ich dann, wir wollen so Freunde bleiben wie die Spieler auf dem Feld, und wir denken da eher nicht an die Tribünen. Denn das ist ein bisschen das, was die Populisten machen auf beiden Seiten des Kanals, dass sie den Brexit instrumentalisieren für ihre Zwecke, um auf diese Weise Stimmung zu machen. Wir sollten uns an dieser Diskussion nicht beteiligen. Und deshalb gilt, wir müssen als Erstes mit den Briten über die Frage reden, wie kommen wir zu fairen Verhandlungen. Und da treibt es mich dann schon ein bisschen um, wenn man gesagt bekommt, dass britische Vertreter auf der Seite der Kommission und auch im Europäischen Parlament auf beiden Seiten des Tisches sitzen und ein bisschen mitarbeiten an der Formulierung der Position, die wir als Europäer gegenüber dem Vereinigten Königreich aufbauen wollen. Das geht so nicht. Man kann nicht Diener zweier Herren sein. Und wenn ich dann einen Schritt weiter gucke, ich könnte jetzt eigentlich sagen, Herr Brinkhaus, mein Kollege hat das alles schon gesagt, nämlich wir sind in Scheidungsverhandlungen. Und dann kann man nicht über die rosige Zukunft nach den Scheidungsverhandlungen nachdenken, solange die Scheidung nicht durch ist. Und dass die Scheidung durch ist und bis die Scheidung durch ist, müssen wir klären, was die Verbindlichkeiten aus dem aktuellen Stand der Dinge sind. Welche Zahlungen hat das Vereinigte Königreich noch zu erbringen? Da muss man sich nicht an den Diskussionen über die Frage beteiligen, ob das nun so viel oder so viel Milliarden Euro oder Pfund sind. Aber wir müssen uns vor allen Dingen einig sein über die Frage, wer entscheidet denn darüber, wie hoch die Verbindlichkeiten sind. Und da kann aus meiner Sicht, aus der Sicht des Rechtspolitikers, kein Zweifel bestehen. Für die Auslegung unseres EU-Vertrages, der EU-Verträge und auch einer etwa zu schließenden Vereinbarung ist der Europäische Gerichtshof zuständig. Wenn man einmal sich in einen solchen Streitschlichtungs- oder einen solchen Streitschlichtungsmechanismus begeben hat, dann kann man nicht gehen und sagen, jetzt entscheiden es irgendwelche anderen. Und das bedeutet für uns, wir werden gar nicht zustimmen können, wenn bei solchen Vereinbarungen irgendein anderer sozusagen eine andere Schiedsinstanz eingerichtet werden soll. Und ich sage ganz deutlich, ich glaube, wir können das verfassungsrechtlich gar nicht, weil wir dann nämlich eine Schiedsinstanz irgendwo begründen würden, zu der uns das Verfassungsgericht die Kompetenz nicht geben würde. Dass die britische Premierministerin dies ihren Abgeordneten so offensichtlich nicht gesagt hat, und da knüpfe ich an den Kollegen Seif an, ist mit Sicherheit fahrlässig. Denn das wird dazu führen, dass der Europäische Gerichtshof, manche sagen 20, manche sagen 40 Jahre, noch für die Auslegung dieser Streitigkeiten in der Pflicht ist. Und das ist für die Kollegen im Vereinigten Königreich keine rosige Aussicht, weil sie genau diese Rechtsprechung aus für mich unverständlichen Gründen nicht akzeptieren wollen. Und damit bin ich bei einem zweiten Punkt. Ja, das Ziel sollte sein, gemeinsam ein anspruchsvolles Freihandelsabkommen zu verhandeln. Aber auch bei Freihandelsabkommen spielt die Frage eine Rolle, wie legen wir die Nichtdiskriminierungsklauseln aus? Wir haben hier in dieser Konstellation zusammengesessen, gerade auch mit dem damals noch Wirtschaftsminister Gabriel, und über die Frage verhandelt und geredet, wie Schiedsgerichtsvereinbarungen in TTIP und CETA ausgestaltet werden sollen. Und wir haben erreicht, dass sie anders ausgestaltet werden als bisher, dass es nicht sogenannte private Schiedsgerichte sind, sondern dass wir ein institutionelles Gericht bekommen. Nun hört man aus der britischen Presse und liest in den britischen Zeitungen, man habe ja da alte Erfahrungen, wie man solche Schiedsgerichte ausgestalten könnte. Daran könne man anknüpfen. Dieselben Briten, die mit uns gemeinsam und mit Ihnen damals in der Funktion als Wirtschaftsminister gegenüber Kanada ein modernes Schiedsgerichtsabkommen, eine moderne Schiedsgerichtsinstitution verhandelt haben. Ich weiß nicht, wie das gelöst werden soll. Und das macht mich wirklich ratlos. Ich bin vor allen Dingen völlig unsicher, wie die Engländer zu der Idee kommen sollten, das nicht vorher einmal durchzuspielen. Und damit bin ich bei einem weiteren Punkt. Wir
verhandeln jetzt, das ist das Ziel der Briten, das ist also völlig richtig so, über Übergangsvorschriften. Aber wenn man schon hört, dass bei diesen Übergangsvorschriften über viele Jahre geredet wird, dass die Finanzindustrie, da schaue ich den Kollegen Dehm an, natürlich besonders lange Übergangsvorschriften haben will, dann läuft die ganze Sache natürlich in eine Richtung, die dazu führen könnte, dass die Briten eine Art Sondermitgliedschaft mit der Europäischen Union bekommen, die Vorteile bekommen, die Pflicht nicht mehr tragen. Das können wir nicht, und ich sage dann auch wieder als Jurist, auch aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht. Aber über alles dies darf auch nicht in Vergessenheit geraten, was waren die Gründe für die Brexit-Entscheidung. Vieles ist davon schon gesagt worden. Es war Unmut über die Migration. Es war Unmut, zweitens, über die fehlenden Möglichkeiten, die britische Wirtschaft wieder fit zu machen. Und wir haben über diese Dinge mit dem Vereinigten Königreich verhandelt. Vor etwas mehr als einem Jahr hat der Europäische Rat eine ganze Reihe von Rechtsänderungen zugesagt, für den Fall, dass das Vereinigte Königreich in der Europäischen Union bleibt. Eine ganz zentrale, die hat in der Diskussion eine große Rolle gespielt, war die Indexierung des Kindergeldes für im Ausland lebende Kinder. Und ich bin froh, dass der Koalitionsausschuss letzte Nacht genau in diesem Punkt gesagt hat, wir in Deutschland gehen in diese Richtung weiter. Und ich erwarte deshalb jetzt von der Bundesregierung, dass sie auch die entsprechenden europäischen Rechtsänderungen unterstützt, damit diese falschen Anreize bei Sozialleistungen zurückgenommen werden. Das ist der Korb 4 der damaligen Verhandlungen. Das kann man eins zu eins kopieren. Und das sollten wir auch tun und fordern, zumal die 26 anderen europäischen Partner hier schon ihre Zustimmung signalisiert hatten. Und ebenfalls dazu gehört, letzter Punkt, natürlich Korb 2, die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere für die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Da haben die Briten durchaus entdeckt, dass es Defizite bei uns in der europäischen Rechtsetzung gibt. Das können und sollten wir aufgreifen, das sollten wir gemeinsam tun. Und dann zeigen wir den Briten, dass wir als EU Rest 27 am Ende ein stärkeres Europa haben und dass Europa eine Zukunftsvision ist, für die wir alle gemeinsam stehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Hirte. Als letzter Redner in dieser Aussprache.